mit ihrem Kollegen umgekippt. Schwächeanfall. Naja, kann passieren. Wartet mal ganz kurz. So. Mal was für die Stimme tun. Naja, rot haben wir gleich weg. Bleiben nur noch... Na, bleibt nur noch gelb. Hm. 13 Mal hin und her noch. Dann haben wir diese Schicht schon mal weg. Dann müssen wir auf der anderen Seite noch gucken, dass wir das ebenfalls wegkriegen. Zumindest so weit, wie unser Schacht dort reicht. Und dann heißt es von unten rangehen. Und dann kriegen wir auch endlich wieder gebrannten Lehm. Oh, jetzt wird's ja langsam schon richtig dünn hier. Ja, ich habe die 13 Mal auch von der Spitze da berechnet. Oh, stimmt ja gar nicht. Und ihr dürft ja auch nicht vergessen, das Haus dort... Das stand mal an der Küste, also wir haben schon ein großes Stück weggeschnitten. Das ging ja mal bis dort, das Lehmbiom. Also da fehlt ja schon wirklich ordentlich was. So, jetzt ist die Frage, wie weit geht das rein? Da sind wir schon sehr weit drin. Geht ja. Bis wohin wollen wir? Bis da vorne. Und dann erstmal gucken, dass wir das da oben wegkriegen. Ja, das da drunter wegkriegen. Na, irgendwann hätten wir uns eh durch diese gelb-rote Schicht kämpfen müssen. Und so machen wir es jetzt einfach. Bevor wir irgendwann nur noch diese Schicht haben hier. Ja, machen wir erstmal bis da vorne weg. So. Ist das hier eigentlich dick? Oh, wow. Schöner Brocken. Aber es geht ja auch noch, es lässt sich ja alles zum Glück auch noch recht schnell abbauen. Von daher geht das.
So. Ja, ich glaube, heute Abend wird man schon einen gewaltigen Unterschied sehen. Puh, das ist wirklich sehr lang. Ja, okay, machen wir erstmal nur bis hier. Jetzt nehme ich mal kurz die Schicht komplett weg. Jetzt kommen wir gleich auch in den Keller. Yep, ab hier. Und jetzt schneiden wir das komplette Dach ab. So. Und das machen wir jetzt Reihe für Reihe und kämpfen uns hier durch, dass wir das dann alles auf dem Niveau hier haben. Ich weiß noch nicht, wie weit ich das Ganze machen will. Werden wir gleich mal gucken, es müsste ja gleich flacher werden. Hier ist jetzt richtig schöner Lehm. Hm, zu früh gefreut, jetzt ist er schon wieder vorbei. Wo sind wir denn hier? Wie weit würde das noch gehen? Ja, bis dort vorne. Ziehen wir es durch. Den hier möchte ich wirklich komplett auch aus eigener Kraft abbauen. Das heißt, hier werde ich auch gar keine Gäste ranlassen, die jetzt hier großartig abernten. Dieses Biom gehört mir, das ist meine Quest, meine Bürde, mein Auftrag, dieses Biom irgendwann komplett abgebaut zu haben, bis auf die Wasserfläche. Okay, gleiches Ende. Mal gucken, ob wir die Reihe noch durchkriegen. So, bis hier. So, was habe ich heute für euch? Hier haben wir gleich die Doppelkiste voll. Hier haben wir zumindest die halbe Doppelkiste voll. Nee, da hatte ich euch. Und hier haben wir noch kaum was drin. Hm.
Da ist dann auch schon wieder etwas drin. Ja, nächste Reihe. Ja, jetzt kommt auch mehr Orange wieder rein. Dieser kleine Hügel, der hat mich jetzt hier gestört. Ich würde sagen, wir sehen dann zu, dass wir ungefähr auf der Höhe hier bleiben. Um den Berg dann hier rum. Kommen wir da rum. Ja, ungefähr dann ab hier wieder. So. Jetzt werde ich erstmal das komplette Dach abnehmen. Dann brauche ich nur noch an den Wänden mich entlang hangeln und muss nicht mehr über Kopf arbeiten. Ist es noch höher als erwartet. Vielleicht sollte ich doch erstmal das Gelb oben komplett abrupfen. Und hier wird's noch tiefer. Ja, wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn ich erstmal das Gelb abrupf. Das ist ja schon arg hoch. So. Haben wir auch wieder ein bisschen roten Sand hier auf der Ecke. Hm.
Und das hier. Lass das auch mal sofort mit wegmachen. So. Also, dann erstmal hier. Das Stück noch. Wir könnten ja auch erstmal hier anfangen durchzuziehen. Bevor wir da jetzt an der Küste entlang gehen und dort noch 2 Stunden gelb abrupfen. Also Ziel ist es auf jeden Fall, die Doppelkiste da mit Lehm zu füllen. Den dann in der nächsten Aufnahme zu verballern. Jetzt grabe ich mich langsam schon mal wieder nach Hause. Ich glaube, ja, die Sonne versinkt gleich. Das heißt, wir bleiben jetzt hier in der Ecke und machen hier noch das Restzeug weg. Ist ja noch tiefer hier. So tief ist sie noch gar nicht. Sieht nur hier so aus, weil wir hier so am Rand einer Klippe sind. Ja, dann können wir nochmal da vorne weitermachen. Da war ja auch nicht mehr so viel. Ja, mit dem richtigen Werkzeug arbeitet es sich leichter. So. Jetzt machen wir das hier noch weg. Haben wir einen schönen Graben reingezogen. Naja, irgendwann in 5-6 Jahren erreichen wir dann das Festland nur noch über ein Boot, das wir hier an der Küste parken.
So. Naja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Nuss für Nuss. So, und hierfür haben wir jetzt, glaube ich, die erste Doppelkiste direkt mal voll. Fast. Rot haben wir gar nichts. Aber orange. Es lohnt sich immer noch nicht wirklich, um da hinten hinzugehen. So, weiter geht's. Endlich würde ich sagen, wir hauen das hier auch noch direkt weg. Bis da hinten durch. Man muss zumindest nicht mehr klettern, um hier hinzukommen. Dann haben wir einen einheitlichen Weg. Und wir holen mal schnell hier einen Stack Lehm raus. Die Idee mit dem Boot ist übrigens nicht mal schlecht. Es ist wirklich besser, als hier die ganze Zeit irgendwelche Holzstege zu bauen. Setzen wir uns da ein Boot hin. Ach ja. Na, da sind wir jetzt bei dem Kreuz. Das schlängelt sich hier so schräg durch. Jetzt haben wir nur noch Orange. Wie langweilig, dass an den Küsten nur Orange ist. Naja, jedenfalls, das Ding hier ist gleich weg. Und damit können wir dann auch gerade hinlaufen. Müssen nicht mehr klettern und springen. Na, wie weit ist es noch? Auf jeden Fall noch mehr als 4. Ah, da ist Ende. So. Jetzt heißt es hier lang gehen. Hier rupfen wir jetzt übrigens den gehärteten Lehm komplett raus. So. Boah, ich habe gerade wie so einen richtig dicken Frosch am Hals gehabt.
Ach ja, jetzt geht's wieder höher. Darunter ist auch noch eine Schicht Lehm, ich weiß. Das ist die, die wir uns zuletzt holen, wenn wir das hier auf Wasserhöhe runter machen. Aber ich denke, dafür, dass es am Anfang so schleppend voranging, werden wir jetzt eine bessere Ausbeute haben. Und ich mach mal kurz eine kleine Redepause. Was mache ich eigentlich, wenn meine Stimme in ein paar Jahren ganz weg ist? Mache ich dann stumm Let's Play? Auch doof, oder? Ich glaube, dann höre ich auf. Geht auch ein bisschen nach euch. Also wenn ihr meint, auch wenn ich irgendwann gar nicht mehr reden kann, und das ist eigentlich wahrscheinlich, so wie meine Stimme abbaut, dass ich nur noch rumkrächzen und husten werde. Wenn ihr meint, ihr guckt euch das weiter an, dann mache ich weiter. Ansonsten würde ich mich zurückziehen und stillschweigend für mich weiterspielen. Na komm, mach das Stück hier auch noch weg. Aber noch ist es ja nicht so weit. Ich denke mal, 3, 4 Jahre wird sowieso noch gut gehen. Mal mehr, mal weniger. Ich trinke mal einen Schluck. Das sind halt so die Nachwirkungen eines Lebens als extremer Passivraucher. Okay, ja. Man hat was raus gelernt. Dadurch werde ich mein ganzes Leben lang nie eine Zigarette, Wasser, Pfeife, Chicha etc. anfassen. Aber hier ist wirklich nur Orange zu holen in der Ecke. Traurige Ecke. Ach, guck mal, hier hängt ja sogar noch was rüber. Ja, komm, den einen da. Den muss ich da nicht so als Stolperfalle lassen. Drüben ist noch Lehm, ohne irgendwas drüber. Vielleicht sollten wir uns darum doch jetzt mal schon kümmern. Sobald wir hier aus der Grube raus sind. Naja, was heißt Grube? Das eine Feld. Aber ist jetzt eh zu Ende. So. Dann nehmen wir hier noch mit. Wenn das da schon so frei rumsteht. Ja, ich denke, mit dem Lehm, den wir heute farmen, werden wir eine ganze Zeit hinkommen. Wir müssen ja auch bald wieder planieren. Das geht ja auch noch in die Zeit. Ich wollte nur jetzt erstmal nach der ganzen Planierarbeit erledigt hatten, erstmal was anderes machen. Also ein bisschen anfangen mit Bauen, damit man auch mal was sieht, was ich da vorhab. Und ich denke, das war auch ganz gut. So. Das ist schon die letzte Reihe.
So, dann hier. Das wird noch ein ganzes Stück so weitergehen. Na, wichtig ist mir erstmal, dass wir das hier alles wegkriegen. Oh, heute haben wir doch einiges hinbekommen hier. Und wenn wir so weiter schuften, kriegen wir das auch locker klein. Machen wir Kleinholz hier raus. So. 10 Stacks. Na, da kann man doch nicht meckern. So. Rot wieder nix. Ich denke, morgen können wir dann mal zum Müllschacht gehen. Jetzt haben wir ja hier unseren... Ach nee, wartet. Da ist ein Fehler drin gewesen. So. Unsere Doppelkiste voll. Jetzt wird sich das Gelb natürlich anhäufen. Und von daher müssen wir dann öfters mal zum Schacht rennen. Ich würde sagen, wir graben uns jetzt nach hinten durch und auf dem Rückweg nehmen wir dann wieder dort die eine Ecke mit. Hier rum. Das Orangene hier mitnehmen. Warum hier so eine orangene Schicht herumsteht, weiß ich auch nicht. Die wird komplett deplatziert. Da wird wohl irgendwas im Biomcode damit zu tun haben. Dass da irgendwas sein sollte. Vielleicht war da auch mal ein See oder sowas und den haben wir schon trockengelegt. Kann mich nicht mehr dran erinnern. Ja, ich glaube, wenn ich das hier alles ernten würde, könnte ich damit 3 Flughäfen bauen. Was soll eigentlich für nächstes Jahr? Wir können ja schon mal drüber reden, unser Großprojekt werden. Ich meine, dieses Jahr haben wir den Flughafen. Letztes Jahr hatten wir den riesen Containerhafen da. Mit der Stadt drumherum. Was wollen wir nächstes Jahr machen? Ich bin für alle Vorschläge offen, also... Wenn irgendwas, wenn euch irgendwas einfällt oder... ihr eine interessante Idee habt, was man so als großes Projekt für die Stadt bauen kann, dann mal raus damit. Also es sollte mich schon zumindest 2-3 Monate beschäftigen können. Das setze ich mal als Grundlage voraus. Also es soll schon was Größeres sein. Wer jetzt hier vorschlägt, ich soll doch mal... was weiß ich, was gibt's denn da Kleineres? Ein Springbrunnen bauen, den klotze ich euch in 3 Folgen hin und dann ist Ende. Nee, also ich rede wirklich schon von was richtig Ausgefallenen. Was sich andere Let's Player nicht trauen. Ich sag's ganz frech raus. Na gut, andere Let's Player machen auch nicht jeden Tag eine Dreiviertelstunde.
So. Dann biegen wir dort ein und machen da hinten noch schnell das weg. Na, nur ein gelber, der kann da oben von mir aus verrotten. Ja, ich sehe es kommen. Irgendwann in ein paar Jahren fehlt uns genau ein gelber Block und ich werde mich an diesen Tag erinnern. Wie weit ist denn das noch hier? Bis da vorne. Komisch, dass hier so dieser... Ob wir alles, was da drüber war, war schon abgebaut haben? Hm, seltsam. So. Dann geht's hier weiter. Mal gucken, wie viel wir heute schaffen. Na, jetzt sind wir wieder hier. Aber das hält ja auch nicht ewig, das Orange. So. Hier ist auch so eine Stelle, wo keine andere Farbe drüber war. Hm. Vielleicht ist das ja auch normal, ist mir bisher nur noch nicht aufgefallen. Oder es ist mir schon mal aufgefallen und ich habe das vergessen. Kann natürlich auch sein. So, wollen wir mal eine lange entlang ziehen? Ach komm, machen wir mal eine lange. Ich muss morgen dringend rendern. Jetzt sind hier schon 60 Dateien in dem Ordner drin. Na gut, das sind 20 Folgen. Das reicht für 4 Wochen. Nicht schlecht. Morgen wollte ich auch noch aufnehmen. Das heißt, ich werde vor dem Rendern so um die... Ja, wie viele Folgen kommen dabei raus? 3, 4 nochmal. 24. Damit komme ich einen Monat eigentlich hin. Sagt unser Inventar. Unser Inventar sagt, ich bin gut gefüllt. Kannst mich gern noch weiter stopfen. Ach, jetzt kommt gleich sogar noch Kabel dazu. Und das wäre natürlich auch eine Idee, mit Kabelhalbstein den Steg zu bauen. Wenn der jetzt eh schon hier ist. Das wird ja auch ein bisschen mehr im Laufe der Zeit. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass es dazu reicht. Und man kann den Stack ja mal zur Seite legen.
Haben wir noch Zeit? Ein bisschen. Dann gehen wir die Strecke zurück. Ah, denn hier ist schon wieder Ende mit Kabel. Ich meine, wenn man immer Stück für Stück jetzt hier so ein bisschen was an die Seite tut, ein bisschen was macht, dann wird es doch wohl schon gehen. So. Nochmal mitnehmen, was hier noch abgefallen ist, das da oben. Ich werde es irgendwann bereuen, aber wir lassen es liegen. Na, heute hat sich's kaum verändert. Haben halt nur eine Reihe auf jeder Seite gemacht. So. Packen wir erstmal hier rein. Und dann gehen wir mal zum Müllschacht. Rot haben wir wieder nicht. Also nur orange eine Doppelkiste. Und der Rest geht weg. So. Ich höre eine Bohrmaschine. Klingt aber doof. Wie bohren die Leute hier? Einmal rein und dann durch. Voll Druck drauf, aber nicht bio, 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 bio. So. Ich glaube, das reicht aber momentan noch, wenn wir es alle 2 Tage machen. Also zum Schacht gehen. Kostet ja halt auch wieder Zeit. So, wieder hoch. Es ist zumindest mühseliger, als das Zeug einfach in eine Kiste zu werfen, da man ja immer gucken muss, da man ja nur 5 Plätze frei hat. Von daher würde ich mir schon wünschen, dass wir den irgendwann fertig kriegen, den Schacht dort.